Und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns hier immer noch in Gratwald. Und zwar, jetzt habe ich aus Versehen einen Screenshot gemacht, das wollte ich nicht. Und zwar sollen wir hier in diesem Bereich nach Rajins Umhang in der Falestinensi Winterstätte suchen. Das ist das, was jetzt direkt vor uns ist. Ich kann das auch mal ein bisschen näher ranscrollen, wenn ihr das selber machen möchtet. Also ich bin jetzt von hier oben von dem Wegschrein runtergeritten und bin jetzt hier hingeritten. Ja, dann würde ich sagen, könnten eigentlich auch laufen, dass wir mal schauen. Hier müsste eigentlich einer auf uns zugeritten kommen. Ist das hier links von mir? Nein, es ist eher rechts von mir. Da hinten war aber ein Gegner. Und jetzt finden wir niemanden, der mit uns sprechen möchte. Ja, das ist doch wunderbar. Ah, da kommt einer. Hilfe! Oh, helft mir! Holt mich hier raus! Soldaten! Überall Soldaten! Sie haben unsere heilige Stätte in ein Sklavenlager verwandelt. Verschwindet von hier, solange ihr noch könnt. Welche Soldaten? Soldaten des Dominions. Sie wurden von General Endare angeführt, der Jadeschlechterin von Korberg. Sie haben uns gezwungen, für sie zu graben und alles umzuwühlen. Sie suchten nach etwas, das tief unter der Erde verborgen war. Wisst ihr, was sie wollten? Einer der Soldaten nannte es Rajins Umhang. Mein Freund Brelor schien wirklich sehr besorgt. Er hat mich gebeten, nach Eldenwurz zu gehen und die Magiergilde zu warnen. Ich habe ihn noch nie so besorgt gesehen. Ich werde mit Brelor sprechen und herausfinden, was los ist. Brelor ist in der Nähe dieser leuchtenden Steine. Gebt acht! Ja. Das dürfte dann links von uns sein. Brelor! Wo bist du? Da. Hallöchen. Ihr gehört nicht zu den Pilgern, oder? Dann könnt ihr vielleicht helfen. General Endare sucht diesen Ort nach Rajins Umhang ab, aber das Relikt darf ihr nicht in die Hände fallen. Entweder unterschätzt sie die Gefahr oder sie denkt, sie gilt nicht für sie. Warum wollt ihr nicht, dass General Endare ihn findet? Ich mache mir Sorgen um seinen möglichen Missbrauch. Wenn man nicht auf den korrekten Umgang mit ihnen vorbereitet ist, können Relikte wie diese den Anwender zersetzen. Ich würde es General Endare ja selbst sagen, aber ich traue ihren Absichten nicht. Nicht nachdem sie diese Pilger zur Fronarbeit gezwungen hat. Königin Iron braucht Rajins Umhang für ihre Bestätigungszeremonie. Dann hat sie Glück. Bevor ich der Magiergilde beitrat, diente ich den acht Göttlichen. Ich weiß, was zu tun ist, um ein solches Relikt wie Rajins Umhang sicher zu transportieren. Wir müssen ihn nur finden, bevor General Endare es tut. Wo sollten wir mit der Suche anfangen? Die Falinesti-Gläubigen glauben, die Welkhünsteine bergen die Erinnerungen der wandelnden Stadt. Zuvor habe ich gehört, wie sich die Soldaten über diese Steine unterhalten haben. Wenn ihr mich an den Frosttrollen vorbeibringen könnt, kann ich vielleicht herausfinden, was die Steine mit Rajins Umhang zu tun haben. Wenn es Rajins Umhang genannt wird, was wisst ihr dann über Rajin? Rajin ist ein listenreicher Gott der Khajiit, der auch von Dieben und Betrügern verehrt wird. Die Khajiit erzählen sich Geschichten über Rajins größte Streiche. Es heißt, seine sieben Schatten würden sein Werk in ganz Tamriel verrichten. Sieben Schatten? Ja, jeder Schatten spiegelt einen anderen Aspekt von Rajins Persönlichkeit und seiner Macht wider. Wir könnten es hier mit einer bequemen Metapher, echten Schatten oder etwas völlig anderem zu tun haben. In welcher Verbindung steht Rajins Umhang zur wandelnden Stadt? Ich habe da eine Theorie. Aber bis ich sie untermauern kann, sind Spekulationen mehr als sinnlos. Vielleicht werden die Welkhünsteine uns mehr enthüllen. Erzählt mir von General Endare. Ein berühmter Hochelfengeneral. Oder ein berüchtigter. Kommt immer darauf an, wen man fragt. Ihre Jade-Dragoner werden weithin respektiert, aber sie gilt als streitlustig. Das letzte Mal, als ich von ihr gehört habe, war sie in Anfurt. Warum sollte General Endare nach Rajins Umhang suchen? Eine sehr gute Frage, aus der sich eine andere ergibt. Rajins Umhang ist eine Legende der Khajiit. Warum sucht sie danach in Gratwald, der Heimat des Waldelfenkönigs? Was könnte ihn in die Falinesti-Winterstätte gebracht haben? Warum habt ihr solche Angst vor den Frosttrollen?
Arme so groß wie ein Mensch, ein endloser Hunger und ein Kiefer, der mit einem einzigen Biss ein Pferdebein abbeißen kann. Warum fürchte ich mich vor Frosttrollen? Die Frage ist, warum fürchtet ihr euch nicht? Jo, ich bin eine Templerin. Gut, dann gehen wir mal hier den Weg entlang. Das dürfte der erste Stein sein, oder? Nein? Oder doch? Macht er was hier? Ja, doch. Mal sehen, was uns diese Steine enthüllen. Wer seid ihr? Was führt euch in mein Haus? Ein einfacher Herzensdieb, gekommen, um das Eure aus dieser wandelnden Stadt zu stehlen. Um mein Herz zu stehlen oder um eure Lenden zu stillen? Denn euer Pfeil wirkt bereit zum Schuss. Ein derart gewöhnliches Mundwerk kann überall speisen. Welch Genuss wäre es, würden wir uns bei einem Festgelage vereinigen. Ich bin eine verheiratete Frau und deshalb müsst ihr verhungern. Es sei denn, ihr möchtet euch an euch selbst laben. Ja, scheinbar backt das hier ein wenig. Meine Karte ist gerade weg. Dann müssen wir jetzt hier weiter. Nur ich finde es immer schöner, wenn man das zwischendurch... da ist noch was zu lesen. Wenn man das zwischendurch sich ein bisschen anschaut, ohne dieses Ganze drumherum. So, da oben ist das zweite. Bisher glücklicherweise noch keine Frostrolle in Sicht. Macht er das jetzt von hinten? Es muss doch mehr zu sehen geben. Ich kann nicht schlafen und mein Ehemann wacht nicht auf. Welch grausamer Scherz ist das? Ein Wort genügt, werte Nairume. Ihr könnt in meinem Bett schlafen. Schuft, ihr habt vor, mich meinem Ehemann zu rauben? Aus der Stadt, die ich mein Zuhause nenne? Ich stahl nur euren Schlaf, den ich eurem Gatten schenkte. Seine Unaufmerksamkeit muss ihn doch weniger liebenswert machen. Was wisst ihr schon von Liebe, Ungeheuer? Ihr empfindet keine und von mir werdet ihr auch keine empfangen. Euer Protest klingt unglaubwürdig, Nairume. Wie sehr werden wir sehen, wenn ich euch eurem Gatten und eurem Heim entreiße? So, der nächste Stein ist dann links rum. Wenn ich das richtig sehe, hier. Ja, aber da reiten wir mal eben dran vorbei. Oh. Das ist... Wer ist diese Dame? Ich will nicht mit dir reden. Ach, scheiß drauf. Dann lassen wir den einfach da stehen. Ist mir jetzt auch egal. Ich darf sowieso mit dem Char gerade nichts einsammeln. Von daher... Oh, da ist noch einer. Das Rad noch so schön. Ach so, halt, stopp. Halt, stopp. Ich bin total falsch, weil ich nämlich gerade Richtung Wegschrein laufe. Komm zu mir, kleiner Schneevogel. Was habt ihr getan? Wo bin ich? Diese Gruft, ich erbaute sie, um einen wertvollen Schatz dort aufzubewahren, tief unter eurer wandelnden Stadt. Bei mir seid ihr sicher und werdet nicht gestört. Warum habt ihr das getan? Ist euer Herz so kalt wie diese Kammer? Euer Herz ist kalt, werte Nairume. Wenn ihr euch für Rajins Schatten erwärmt, öffnet sich das Gefängnis eurer Ablehnung. Niemals. Lieber friere ich bis ans Ende dieser Zeit, als mit euch einen warmen Moment zu teilen. So sei es. Diese Gruft soll für immer euer eisiges Herz bewahren. Ich lasse meinen Umhang zurück, um die mir bereitete Schande zu verhüllen. Lebt wohl, Nairume. Jetzt wissen wir, warum die Falinesti-Gläubigen zum Graben gezwungen wurden. Wir sollten über diese Sache sprechen.
General Endari war sich sicher, dass sie Rajins Umhang unter der Falinesti-Winterstätte finden würde. Sie hat die Falinesti-Gläubigen nach diesem Eisgewölbe graben lassen. Wie es scheint, haben sie es freigelegt. Das würde auf jeden Fall die Frosttrolle erklären. Wie können wir Rajins Umhang vor General Endare finden? Vielleicht kann Sirtur helfen. Die Falinesti-Gläubigen werden von niemandem angeführt, aber seit der Ankunft der Soldaten versucht er, die Gemüter ein wenig zu kühlen. Er könnte wissen, wo man das Gewölbe findet. Wo finden wir Sirtur? Ich habe ihn das letzte Mal in einem Lager unweit der Ausgrabungsstätte gesehen. Dort sind hauptsächlich Falinesti-Gläubige und eine Handvoll Soldaten. Wir sollten die Städte selbst meiden. Die Frosttrolle sind da unten. Was könnt ihr mir über die Falinesti-Gläubigen erzählen? Sie sind ein friedliches Völkchen. Die meisten sind der festen Überzeugung, dass ihr Glaube eines Tages die wandelnde Stadt von jenem Ort zurückholen wird, an den sie verschwunden ist. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Ihr würdet besser daran tun, sie selbst zu bitten, euch ihre Wahnvorstellungen zu erklären. Mir ist aufgefallen, dass es nicht für alle eine religiöse Erfahrung ist. Manche nutzen die jährliche Pilgerfahrt auch nur, um ein Fest zu Ehren Falinestis abzuhalten. Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. Ja, super. Wo müssen wir denn hin? Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Findet das Lager. Ach, da. Und hier. Ihr reist mit Brelor. Er hat sich als Freund der Falinesti-Gläubigen erwiesen. Auf eurem Gesicht zeichnen sich Fragen ab. Was sucht ihr? Ich bin auf der Suche nach Rajins Umhang. Und General Endare war es auch. Als unsere Ausgrabung auf bereits existierende Tunnel stieß, hat sie uns in unser Lager zurückbeordert. Anschließend führte sie ihre Soldaten nach unten, in die Grabungsstätte. Dann kam die Frosttrolle aus den Höhlen. Sie haben die meisten Soldaten, die zurückgelassen wurden, abgeschlachtet. Wisst ihr, wohin General Endare wollte? Wir waren bereits in unserem Lager. Ich weiß, dass sie die Soldaten in eine der Höhlen geführt hat, aber ich weiß nicht, in welche. Passt gut auf euch auf, falls ihr nach ihr suchen wollt. Ihr werdet in die Grabungsstätte hinabsteigen müssen. Hat General Endare die Falinesti-Gläubigen versklavt? Sie zwang uns auf der Suche nach Rajins Umhang in den Frondienst. Anfänglich wurden wir sehr grob behandelt. Aber dann habe ich direkt mit ihr gesprochen und vorgeschlagen, dass sie etwas sanfter vorgeht. Im Gegenzug würde ich die Falinesti-Gläubigen überzeugen, ihre Bemühungen zu unterstützen. Hat sie dem zugestimmt? Sie erkannte die Weisheit in meinen Worten. Eine vernünftige Bitte hat eine vernünftige Antwort erhalten. Eine wahre Schande, dass das übrige Tamriel nicht so funktioniert. Ja, sollte man eigentlich meinen, dass alle so intelligent wären. Moment, hier geht's weiter. Betrete die Ausgrabungsstätte. Da ist wieder ein Troll. Wo müssen wir denn genau hin? Ich glaube, das zeigt... Doch, Moment, jetzt zeigt das an. Ich möchte irgendwo runterspringen, wo ich nicht direkt Schaden erleide. Muss ich denn rein? Westliche Höhle höher. Ah, hier ist direkt eine. Okay, perfekt. Nicht ganz so perfekt, ist ein Troll drin. Das war die falsche. Ja, das ist ein Wettgefühl. Das ist so langweilig. So, abgeschlossen westliche Höhle. Hier mussten wir offenbar nicht rein. Nördliche und östliche haben wir noch. Wenn ihr das noch machen wollt, dann merkt euch einfach, in welche Höhle ich reingehe und wo es dann das Richtige ist. Hier oben, glaube ich, ist die falsche, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall ist da ein Troll drin. Oh nee, ich glaube, es ist die richtige. Das
tut so in den Ohren weh, dieses Geschreppel. Früher war das ja so schön, dann hat man so schöne, harsche Hiebe benutzt, ne? Dann hat man ja diese Blitze gehabt, das kennen wir ja noch vom Anfang. Und jetzt haben wir das hier. Das sieht aus wie ein Speer oder irgendwas. Und das klingt dann so, als ob der kaputt ist irgendwie, wenn man damit spielt. Warum habe ich hier eigentlich das drin? Seid ihr ein weiterer Soldat, der Trolle auf Walenwald loslassen will? Ihr klingt wie die Fürstin Nairume, aber warum besteht ihr aus Eis? Wie können nach all diesen Jahren noch so viele meinen Namen kennen? Ja, ich bin Nairume. Ich hatte die Hoffnung, die Flut von Frosttrollen einzudämmen, indem ich ihren Ausstieg verschließe. Aber Eis ist die einzige Form, die ich in den Mauern meines Gefängnisses annehmen kann. Sagt mir, warum seid ihr hier? Ich bin auf der Suche nach Ajins Umhang. Da seid ihr nicht die Erste. General Endare ist auf der Suche danach ebenfalls in mein Gefängnis eingedrungen. Ich werde euch helfen, Rajins Umhang zu suchen. Aber nur, wenn ihr schwört, mich zu befreien. Warum braucht ihr meine Hilfe? Rajins Umhang ist der Schlüssel zu meinem Gefängnis unter der Falinesti-Winterstätte. Wenn ich nur seinen Saum berühren dürfte, würde er mir all meinen Hass auf Rajins Schatten nehmen und die Leere in mir mit Liebe erfüllen. Aber erst mache ich mir Lautenseiten aus seinen Gedärmen. Nur ein anderer kann mich sicher befreien. Ein grausamer und gehässiger Scherz. Warum ist das ein grausamer Scherz? Um mir zu zeigen, dass ich machtlos in seinen Fängen war. Schlimmer, um die Hoffnung wieder aufflammen zu lassen, dass mein Ehemann mich befreien würde. Dann wurde diese Hoffnung durch seine andauernde Abwesenheit zerschlagen. Aber Rajins Schatten weiß nichts von Liebe. Ich habe nicht einmal gezaudert. Wohin muss ich gehen, um Rajins Umhang zu finden? Es gibt noch eine andere Höhle, die von einer reif bedeckten Tür versiegelt wird. Sie führt in mein Gefängnis. Wenn ihr schwört, mich zu befreien, dann werde ich euch Einlass gewähren, um dort über Rajins Umhang zu sprechen. Warum seid ihr so wütend auf General Endare? Ich war hoch erfreut, nach so langer Zeit einmal wieder mit jemandem zu sprechen. Doch sobald sie erst einmal dort drin war, hat sie mich völlig ignoriert. Dann hat sie in ihrer Eile, Rajins Umhang zu finden, die Frosttrolle entfesselt. Was ist mit ihren Soldaten geschehen? Rajins Schatten hat sie als Schutz vor Eindringlingen in meinem Gefängnis zurückgelassen. Offenbar hatten sie noch nie zuvor das Fleisch von Meer oder Menschen gekostet. Doch sobald sie es erstmal getan hatten, verfielen sie in eine schreckliche Raserei. Wie lange seid ihr hier schon eingesperrt? General Endare sprach von einer zweiten Ära. Ich bin wohl in der ersten hier eingesperrt worden. Ich schwöre euch zu befreien. Jetzt geht die weg. Hallo? Hallo? Ach so, betretet das Gewölbe. Ah, ich dachte, ich muss jetzt durch. Ich dachte, ich muss jetzt durch diese Wand durch. Okay. Dann. Schauen wir mal eben geradeaus, ist das. Da schiffen wir einmal geschickt drumherum. So. Umso weniger müssen wir uns mit lästigen Trollen abgeben. So, kommt, lasst uns über Rajins Umhang sprechen. Nairume! Hier entlang, ich bin hier drin! Mein Gefängnis hält mich seit Jahrhunderten in vollständiger Einsamkeit gefangen. Dennoch kamen heute zwei Besucher an einem Tag. Aber wir haben wenig Zeit. General Endare ist tiefer in das Gefängnis vorgedrungen. Wie machen wir weiter? Nehmt diesen Ring. Er ist mein Ehering und die einzige Sache, die mir an diesem elenden Ort irgendetwas bedeutet. Solltet ihr ihn ins innere Gewölbe bringen, kann ich mich euch in eisiger Gestalt anschließen. Ich werde euch vor den Gefahren warnen und euch gegen sie beistehen. Was ist, wenn General Endare Rajins Umhang hat? Wollt ihr, dass ich gegen einen General des Dominions kämpfe? Ihr habt geschworen, dass ihr mich befreien würdet. Vergebt mir. Die Aussicht auf Freiheit verdirbt meine Manieren. Ihr solltet tun, was ihr tun müsst und wozu ihr bereit seid. Ich werde euch nicht dazu zwingen, um meines eigenen Wohlwillens Verrat an euch selbst zu begehen. Wie könnt ihr mir im inneren Gewölbe helfen? Ich war keine Magierin, als Rajins Schatten mich aus Falinesti entführte, aber ich habe jeden Flecken dieses eisigen Gefängnisses genauestens studiert.
Unter großen Mühen habe ich gelernt, seine Energie anzuzapfen. Dadurch war es mir möglich, das eisige Konstrukt zu erschaffen, als wir uns begegnet sind. Kann euer Konstrukt mir im Inneren des Gewölbes helfen? Richtet meinen Ehering auf einen beliebigen Gegner. Ich kann ihn als Fokus nutzen, um eure Feinde kurzzeitig einzufrieren. Was wisst ihr über Rajins Umhang? Leider nur sehr wenig. Es könnte sich um einen Teil des Gottes Rajin handeln, den er seinem Schatten überließ. Warum er ihn an mich vergeuden sollte, übersteigt meinen Verstand. Warum hat General Endere es auf ihn abgesehen? Warum sollte überhaupt irgendwer den Besitz eines Gottes der List sein eigen nennen wollen? Die Antwort lautet in der Regel Macht. Doch zu welchem Zweck, vermag ich nicht zu sagen. Ich bin bereit zu gehen. Ich bin hier schon so lange gefangen. Wieder die Sonne auf meinem Gesicht zu spüren. Denkt nur an den Genuss. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir gehen. Ich weiß nur wenig Nützliches über Dinge, die jenseits der Mauern dieses Gefängnisses liegen. Aber ich antworte so gut ich kann. Ja, und ich habe keine Fragen mehr, weil wir die alle schon gestellt haben. Das ist alles. Ich bin bereit zu gehen. So. Ein bisschen umgucken hier. Hier oben ist das, ne? Ja. So, das sind übrigens Fallen. Da sollte man nicht reintreten. Für den Ruhm! Und man sollte auch nicht unbedingt das E verschwenden an diesen Gegnern. Ich bin gerade im Überlegen. Moment, ich muss... Achso, ich muss da rum. Komme ich da jetzt so rum? Ja. Der hat mich nicht gesehen, aber den nächsten müssen wir leider mitnehmen. Das ist auch wieder eine Falle. Jetzt konnte ich irgendwie kein E drücken. Keine Ahnung warum. General Endaris Soldaten waren dem inneren Gewölbe nicht gewachsen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet. Mache ich. Mal gucken, ob man das aktivieren kann. Oh ja, kann man. Finde ich immer gut, weil wir bekommen in dem Fall 10 Minuten lang 10% mehr Leben. Wieso hat er das jetzt nicht geworfen? Da ist wieder eine Falle. Sollten wir nicht reintreten. Jetzt können wir den Ring benutzen. Haben wir da ein bisschen das Gefühl, dass wir auf Normal spielen und nicht auf Wett. So, wieder eine Falle. Da wollen wir natürlich auch nicht reintreten. Ich glaube, da bin ich immer hier links rum. Genau. Also man kann natürlich auch einfach gegen die kämpfen. Die sind jetzt nicht wirklich schwer. Aber es dauert halt länger. Ihr werdet ihn mir niemals wegnehmen. Nein, hallo? Ich wollte eh drücken. Wer seid ihr? Und warum zieht ihr diese Frosthexe hinter euch her? Raus damit! Ich bin wegen Rajins Umhang hier. Ihr? Ich bin ein hochdekorierter General des alten Meri-Dominions, eine Heldin meines Volkes. Wer wäre besser dazu geeignet, über die Macht eines Gottes zu gebieten? Königin Iron braucht ihn für ihre Bestätigungszeremonie. Aber ich habe Rajins Umhang gefunden. Warum sollte Königin Iron ihn tragen? Ich kämpfe schon länger, als sie lebt. Ihr steht unter der Kontrolle von Rajins Umhang. Ihr seid ein General des Dominions. Kommt wieder zu euch. Ihr habt recht. Wir wurden überrannt. Ich wollte seine Kraft nutzen, um unsere Feinde zu töten. Aber ich konnte nicht aufhören. Ich habe meine eigenen Soldaten getötet. Ich kann es spüren, wie es meinen Schatten zum Leben erweckt. Ihr müsst mich aufhalten, egal wie hoch der Preis ist. In Ordnung. Ich werde tun, was ihr verlangt. Nein. Ihr versucht mich zu überlisten. Den Gott der List überlisten zu wollen. Ha! Ich durchschaue eure Lügen. Ich werde ihn weder euch noch sonst irgendwem geben. Ihr werdet Rajins Schatten verfallen. Ja. Und da
hatte ich damals eine sehr komische Stelle, dass ich sagen werde. Achso, jetzt nimmt das an. Das war anscheinend die falsche. Ihr habt es geschafft. Nehmt Rajins Umhang, damit ihr mich befreien könnt. Also hier bin ich mal in der Quest gewesen und habe quasi ewig gegen die gekämpft, fast 10 Minuten. Und das mit einem Champion-Char, also weiß ich nicht, der war damals Level 300 oder sowas. Und ich weiß nicht, was das für ein Bug war. Jedes Mal, wenn ich die fast tot hatte, habe ich wieder draufgehauen oder geschossen, wie auch immer. Und dann hat sie sich wieder komplett hochgeheilt. Also das war total seltsam. Irgendwann habe ich es dann doch mal geschafft, aber es hat wirklich mehr als 10 Minuten gedauert. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ihr haltet ihn in euren Händen. Nun gilt es, meine Bande an dieses furchtbare Gefängnis zu zerstören. Wie kann ich euch befreien? Das Entfernen von Rajins Umhang aus dem inneren Gewölbe hat die Magie des Gefängnisses geschwächt. Jetzt müsst ihr sie ein für alle Mal austreiben. Was muss ich tun? Rajins Umhang ist ein trügerisches Ding, besonders angesichts der Verzauberungen, die seinen Träger binden. Legt ihn in die Feuerschale in der Mitte dieses Raumes und er wird den Fluch ersticken, der auf mir lastet. Keine Sorge, dem Relikt wird nichts geschehen. In Ordnung, ich werde den Fluch brechen. Bald werde ich diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Ich hatte schon fast sämtliche Hoffnung aufgegeben. So, dann legen wir den mal hier hin. Werte Nairume, ihr habt meine Liebe zurückgewiesen und ich verweigere euch die Heimreise. Fleht um Vergebung, überzeugend. So werde ich die wandelnde Stadt wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückbringen. Was? Könnte dieser Abschaum ganz Falinesti verschwinden lassen? Er hat die wandelnde Stadt mitgenommen? Er hat mein Heim gestohlen? Oder ist das noch eine seiner Lügen? Was werdet ihr jetzt tun? Was könnte ich anderes tun, als mein Zuhause aufzusuchen? Doch jetzt ist alles so anders. General Endare sprach von einem Altmeri-Dominion. Und ich weiß noch nicht einmal, was das bedeuten soll. Ohne jemanden, der mir Führung schenkt, könnte ich genauso gut vor Rajins Schatten auf die Knie fallen und mich seiner Gnade ausliefern. Warum fragt ihr nicht Brelor? Er hat mir von Rajins Umhang erzählt. Wirklich? Dann muss ich Brelor finden und schauen, was er über Falinesti weiß. Ich sollte ihn aufsuchen und wieder mit eigenen Augen den Himmel sehen. In Ordnung. Ja, dann komm mal mit. Dann zeige ich dir, wo Brelor ist. So, jetzt müssen wir selber erstmal gucken, wie wir jetzt wieder da hochkommen. Weil wir sind ja runtergesprungen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier hoch. Hier gibt's, genau. Gibt's eine Treppe, die hochführt? Natürlich mit vielen Gefahren, wie das immer so ist. Bin jetzt eins zu weit? Ne, hier vorne ist der, ne? Da also. Wie viele Jahre lang sagtet ihr, umzingelten die Frostrolle euer Gefängnis? Wirklich abscheulich, meine Dame. Sie waren ziemlich furchteinflößend. Vergebt mir, wenn ich das Offensichtliche erwähne, aber ihr lebt. Wir haben furchtbare Geräusche aus den Tiefen der Höhle gehört. Was ist geschehen? Ich habe Rajins Umhang. Und ihr habt Fürstin Nairume befreit. Sie ist recht zugänglich und könnte sich noch als lebende Fundgrube an Wissen über die wandelnde Stadt erweisen. Ich hoffe, dass euch General Endare keinen Ärger gemacht hat. Rajins Umhang hat sie in den Wahnsinn getrieben. Ich musste sie töten. Ich verstehe. Ich weiß nicht, warum sie all dies getan hat, aber einst war sie eine Heldin. Ich glaube nicht, dass ihre Soldaten erfreut auf diese Nachricht reagieren werden. Aber wie ihr sehen könnt, sind solche Relikte gefährlich. Ich kann ihn der Magiergilde in Eldenwurz übergeben, wo man seine Macht eindämmen kann. Königin Irene braucht ihn für ihre Bestätigungszeremonie. Ich werde die altmerische Botschaft alarmieren, wenn ich nach Eldenwurz zurückgekehrt bin. Sobald ich ihn in der Magiergilde habe, werde ich sehen, ob ich für ihre Bestätigungszeremonie einen sicheren Umgang damit finden kann. In Ordnung, hier ist er. Hervorragend!
Ich mag gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können, wenn ihr nicht gewesen wärt. Aber sei's drum. Fürstin Nairoma und ich werden nach Eldenwurz zurückkehren, sobald er sicher ist. Ja, und wir haben einen schweren Kopf vom Grünen Pakt erhalten. Sehr schön. Sprecht mit Merelas. Und der befindet sich jetzt natürlich wieder hier in Eldenwurz. Der läuft mir hier ein bisschen blöd im Weg herum. Ja, das heißt dann für mich, dass hiermit erstmal diese Folge zu Ende ist, weil in der nächsten Folge kommt doch noch einiges auf uns zu. Ich glaube, wir werden auch noch viel sprechen mit anderen Leuten, deswegen zieht sich das Ganze ein bisschen hin. Entsprechend mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich wieder im Baum bin, in Eldenwurz. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao!